Liebe Landsleute, einen herzlichen Gruß vom bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden. Die Deutschen aus Russland, mit Ihnen fühle ich mich seit vielen Jahren verbunden. Sie waren diejenigen, die am längsten unter dem Zweiten Weltkrieg zu leiden hatten. In Russland als Deutsche verunglimpft, viele, die dann zu uns gekommen sind, hatten dann das Problem, dass man sie sozusagen als Russen bezeichnet hat. Es war eine schwere Zeit. Die Sprache wurde unterdrückt. Die Identität sollte genommen werden, die eigene Kultur ausgelöscht. Umso beachtlicher, umso respektabler war es, sich zum Deutschtum zu bekennen, zu dieser Sprache der Eltern, der Großeltern und auch den Weg in eine neue Heimat zu suchen, die irgendwann mal vor langer Zeit die alte war. Das, was hier geschehen ist, ist ein großartiger Beweis für Integration. Ich habe totalen Respekt davor, wie es gelungen ist, dann in der neuen Heimat Fuß zu fassen, diese neue Heimat zu bereichern. Die Deutschen aus Russland sind ein wichtiger und starker Partner für uns in unserem Land. Bayern wäre nicht so stark, wenn es euch nicht gäbe. Wir sind sehr dankbar dafür. Und ich finde, dass auch die Anerkennung für diesen Respekt, auch der Arbeit, beispielsweise der Landsmannschaft, wichtig ist. Deswegen haben wir ein Haus für die Deutschen aus Russland auf den Weg gebracht. Und zwar in Nürnberg. Das war meine Entscheidung mit einem klaren Bekenntnis, damit man beides hat. Natürlich hat man die Erinnerung an die alte Heimat. Die sollen wir übrigens auch behalten. Aber gleichzeitig eben auch die Chance und das Bekenntnis zu der neuen, in Bayern, in Franken, in Schwaben, in Niederbayern, Oberpfalz, überall, wo es bei uns in Bayern ist. Und dafür danke ich sehr und ich fühle mich Ihnen auch auf Dauer verbunden und ich bin der Schutzpatron aller Deutschen aus Russland, die in Bayern sind. Sie können sich auf mich verlassen. Alles, alles Gute und PS, wir kommen auch durch diese schweren Zeiten durch, wenn wir zusammenhalten und ein bisschen mehr Optimismus zeigen. Alles Gute.